Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Wolzen Let's Play, genau. Wir haben noch nichts für die Truhe oder in der Truhe. Eine Dunkeleisenpistole. Jo, wir sind hier beim ersten großen Auftrag mit einem riesen grünen Ding. Gut fertig geworden, aber ganz leicht. Und jetzt müssen wir kurz zum Handels... Ja, wir werden sehen, wie er heißt. Aber vom Handel, der heißt wahrscheinlich der Inhaber von der Stadt, somit auch. Ja, wahrscheinlich hundertprozentig. So, verzehrende Asche ist Feuerball. Äthersprung könnten wir eigentlich noch uns leisten. Jo. Gut, dass es auch immer wieder neu generiert wird. So, machen wir das so und so. Und doch lieber Blitz. Ist ein bisschen stärker, also wir sind ein bisschen schneller und Kettenblitz, glaube ich, irgendwie. Sandor told me you single-handedly saved the farmlands. I couldn't quite believe it. But here you... Glad I could help. I'll be on my way now. What? Nonsense. Everyone is talking about the hero who stopped... Händler Prinz heißt das genau. The merchant prince himself. He actually wants to... in person. Der redet so langsam. I would rather keep away from honors. Declining our ruler's invitation is not an option. Ja, ja. Stottern. Genau, so. Hier ist eine coole Karte mit diesen Punkten. Kann man ein bisschen lesen. Kann man die nicht lesen? Konnte man doch lesen. Irgendwie packt das rum. Ah, sie sagen nur darüber, wenn man draufklickt. Wie kann man eine Stadt auf zwei gigantische Bestien packen? Sehr unrealistisch. Ah, guten Morgen. Sorry, dass ich Sie gestört habe. Die schlafen halt gerne. Guten Morgen. Thank you, and hereby name you the champion of the city. Sir. My lord. My lord, I'm glad I could help, but I would really, really like to avoid the champion thing and go back to my daily routine. Your humility honors you, champion. But smile and rejoice with us. Your bravery saved many lives. You made this a day of victory. Wow. They aren't even saved. The spheres were not attacking. They were fleeing the phenomenon from the deep. Enough. Yes, Milord. Now. Yes, Milord. You saw the apparitions, didn't you? There's more and more of them. You have to warn your people. Not a chance. You can't keep your men in the dark. They aren't prepared for this. I am doing what's best for the city. Mass panic won't do anyone any good. Allies studying this phenomenon. They will bring me answers. Then we shall act with what little forces we have left. Until then, keep this to yourself if you really want to help the city. Oh, Edelsteine, ja. Okay, ganz normal, man kennt es hoffentlich. Also einfach irgendwelche Edelsteine, die wir schon gefunden haben, kann man dann für bestimmte Stats in diese Sockel reintun, wenn wir haben. Gut, wir nehmen hier, Woodpotef brauchen wir nicht, wir haben das andere. Windskraft. Nehmen wir den. Oder ist hier Schaden? Können wir hier mit Alt oder so? Oder nicht? Na komm, nehmen wir den. So, wir haben einfach noch keinen zweiten Ring.
Also, das ist komisch, die Wachen werden weggepackt, aber da sind noch vier Leute, oder? Eine Wache. Ja, das ist wahrscheinlich eine Hohlbirne. Nein, ich meine das anders. Das ist wahrscheinlich einer, der wahrscheinlich einfach alles ja, mithören muss oder kann, darf und so. Und die drei anderen, ja, das sind Hohlbirne. Die wissen nichts, was wir reden. Komm schon, ab und Zeit. So. No more delay. Damascus is playing a dangerous game. Der Hund geht schon mal vor. Sehr schön. Aber struggelt bei der Wache. Also. Jo. Können wir gleich starten? Wir sind alleine. Greetings, dear customer. Deepest apologies. All our rooms are full. You should search elsewhere for accommodation. Promptly. Yes, yes, that's not what I'm here for. Look, did you see a tall blonde woman around? A tad crazy. Does that ring any bells? I haven't seen such a woman. So maybe you should really look for her outside. You're acting weird. You okay? Ja, der wurde bedroht. Go now! What the? Aha, you're definitely the one. I'm sorry. They were here before you arrived. I didn't know what to do. And Alistair, tell me, friend, why is an elite Republican assassin coming for me? We're on the same team. Was macht der denn da? No need to panic, friend. I'm just here to escort you back to camp. You two aren't going to fight, are you? You should go now. Where's Valeria? Oh, you'll see her. But right now, you drop your weapons and come with me. Where is she? Oh, you're smarter than you look. Don't make this harder than it has to be. If you don't come quietly, you'll be branded as a deserter. Then I'll have the authority to handle you. Handle me? You do not just handle one of the children of Hemlock. Start dancing, dead man. So okay. Now, take him down. I'm done toying with you. Let's finish. Er wurde nicht getroffen. Blitze? Ach komm. Blitze, Blitze, ja. Bisschen Spiel noch, wenn es leicht ist. Hey, hallo, mach mal etwas. Mach mal etwas. Jetzt bekommst du immer schön auf die Omebe. Macht er auch irgendwas sonst? Ich glaube nicht. War ein bisschen easy. Also ich denke, die Entwickler haben die Magie irgendwann mal ein bisschen verstärkt oder so. Es war damals echt anders. Ich habe eigentlich immer ein bisschen, jo, die Klassen und so genommen, die ein bisschen schwächer waren, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich einfach, weil ich natürlich nicht wollte, dass ich so schnell vorwärts komme im Spiel. Ist natürlich, ja, mit OP-Build schon ein bisschen schnell, oder? Seht ihr. Oh, der Ding, Laser, hat... Okay, gesamte Status-Effekt schon, also brauchen wir nicht. Wir gehen nicht so auf Dot, wir gehen, also ja schon, es ist ja eine Art Dot, aber... Ich glaube, das ist damit nicht gemeint, oder das ist einfach der Schaden, der pro Sekunde irgendwo tickt. Ja. Wir müssen so nicht so drauf gehen. Ich will lieber da die anderen Dinge haben, weil wir im Trank genommen sind. Importiert. Ich glaube, ich tue das umtauschen. Ich mag das nicht, wenn halt das anders ist, also Diablo ähnlich ist. T-Taste. E-Taste. Gürtelgegenstand 1, Gürtelgegenstand 2.
Da die drei. Hä? Wieso ist jetzt das wieder zurück? So. Akzeptieren. Wie besser? Ja, klappt doch viel besser. Mal kurz. Sieht man da? Also haben wir dann so ein Delay. Nö, gar nicht mal so. Aber ich. Es kann schon sein, dass es ein bisschen schwieriger geht, mit der Taste zu drücken. Jetzt muss ich das wieder umändern. Ey, das mit dem. Zauberstab ist ein bisschen blöd, der ist sehr langsam scheinbar. Okay, schade. Naja, kann passieren. So. Macht hat's schon. Donnerschlag. Okay, alle haben ein Plus. Wieso ist der Zauberstab so langsam? Der ist ja mega mächtig. Hätte ich jetzt niemals gedacht, dass so ein Zauber alles wegrotzt. Also Disintegrate in Path of Exile und das ist ja auch bei Last Epoch Disintegrate, glaube ich. Ist ja, dort eigentlich ziemlich schwach in diesen Spielen. Ich glaube, in Diablo 3 gab es auch irgendwie so einen Angriff. Wahrscheinlich sicher. War auch schwach. Und in diesem Spiel so Rotz. Ja, immerhin. Also, kann man manchmal ein bisschen abkürzen. Ja, und wir schauen dann, welchen Angriff wir hauptsächlich einsetzen. Jetzt momentan bringt es ja nichts, irgendwas anderes zu nehmen. Da zu lange. Besser ein bisschen noch schneller durchzukommen. Ja, die Sachen mache ich nicht, vor allem nicht schwer. Ich schaue ein bisschen, was drauf vorne steht in den Klammern. Dann nehme eigentlich nur das mit, was wir wirklich auch brauchen können. So. Sister, just the one I was looking for. I missed you, sister. I'm glad you survived that mess down there. So am I. You've seen Val? Edric, have you seen her? Yes. Did she talk to you? She did. She pleaded your case to me and Malis. Your strange condition, the surges of witchcraft, everything. We wanted to bring this to Father, but Malis had lost her mind after seeing you transform. Sending an Alistair to get you back. Valeria stood in her way. She's all right. Just detained for now. But Malis might want to make an example of her. She's kept with our prisoners of the Brotherhood of Dawn. Come now. We have to meet Father. Only he can keep Malis in check and make things right. Aha. Er ist aber ein bisschen netter da. Aber er wird wahrscheinlich auch dann sagen, so, ja, es muss sein, oder? Aber irgendwie will er, also der Anführer Grimlock, nur, dass wir halt ihm helfen. Weil wir ein bisschen OP sind, scheinbar. Aber er war auch sehr stark irgendwie. Hab ich das gesehen, wenn die Gegner da weggeworfen wurden und so. Wir haben herausgefunden, dass ein ganzer Kult mit ihm ist. The cult of the sleeper. We don't know what they want, though.
So, genau. Jetzt machen wir alles auf Zähigkeit. Wir werden genug Schaden machen. Und hier haben wir gesagt, einmal live. Das reicht 0,2% reicht. Life Leech. Ja, Leben absaugen ist natürlich immer gern gesehen am Anfang. Später muss es halt einfach noch genug stark sein, natürlich. Was bringt es, wenn man 2 HP bekommt, wenn man 1000 oder so hat? Irgendwie viele weiße Items hier. Die brauche ich doch nicht. Ah, es gibt, glaube ich, einen alten Filter. Ja, sicher. Ich wollte eigentlich ja. Nicht dort sein. Aber ja. Lief nicht so gut. Also es hat sofort das Fass getroffen. Ich wollte eigentlich nur angreifen. Also die Fässer sind sowas von böse stark. Ja, man macht die Gegner so schwach, damit man gut durchkommt, aber Fässer so stark. Also bitte balancieren, nee, das geht doch nicht. Das muss man zuerst auch verstehen. Jo. Also dann wären wir gar nicht gestorben am Anfang. Man hat irgendwie so 3 Versuche. Ist hier irgendwas hier? Ja gut. Immerhin. Der Laser könnte noch ein bisschen bewegbarer sein. Das müssen wir dann holen. Ja, jetzt haben wir die Plus hier unten. Also der Erdesprung möchte ich gerne mit Abklingzeit. Ja, dann halt Ressourcenkosten. Was haben wir noch? Die Träne. Abklingzeit hier wäre besser. Und hier können wir die Schockchance machen, weil mit dem machen wir ja nicht unbedingt, wollen wir ja nicht unbedingt Schaden machen. So, wow, schön die Effekte. Ja, ich denke, ein Update würde dem Spiel wieder gut tun. Jetzt müssen sie einfach dann kommen. Sonst, ja, ist das Spiel halt langsam zu Ende entwickelt. Der Erfolg war es wahrscheinlich einfach nicht, oder? Ja, und das Spiel hieß früher Umbra. Und ja, ich erinnere mich auch noch ein bisschen so an die Zeit. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, also einfach Umbra auf Deutsch. Und ja, war damals eigentlich sehr, sehr berühmt sozusagen. Also ja, viele wollten einfach Umbra eine Chance geben und denken, ja, es wird wirklich cool und alles, aber der Entwickler war wie zu langsam und ein bisschen zu falsch in einer Seite, oder? Sie wollten irgendwie noch besser werden, aber haben einfach zu viel Zeit verbraucht damit. Sondern das Spiel mal besser, also so zu lassen, oder? Wie es ist und einfach auszubauen. Hätte vielleicht mehr Leute angelockt und gelassen. Am Spielen lassen. Ja, ist irgendwie schief gelaufen. Keine Ahnung, was die Entwickler manchmal falsch denken. Sie müssten mit der Community reden. Wenn ein Entwickler mit der Community redet, kann er auch viel richtig machen. Und nicht viel falsch machen. Aber der Geiz ist halt wichtiger, oder? Scheinbar.
Man möchte ja selber irgendwie etwas auf die Beine kriegen und damit Geld verdienen und nicht andere walzen lassen. Ich glaube, ich nehme das jetzt, der Stab. Und der ist wahrscheinlich auch langsam. Müssen wir ausprobieren. Naja. Also jetzt gehen wir hier hin. Unbedingt mehr Wut holen. Und der Schaden muss jetzt noch nicht gesteigert werden. So, da haben wir auch nochmals einen bekommen. Das ist ziemlich cool, aber ja, macht wahrscheinlich wenig Schaden. Kritische Trefferchance und Ressourcen kosten. So, für einen leichten Zauber würde ich das nehmen. Weil der Laser kostet halt schon sehr viel. Oh, die halten jetzt schon viel mehr aus. Kampfschweine. Jetzt kommen die natürlich wieder. Genauso lästig wie Stechmücken. Pflichtig. So, ich möchte gerne wieder mit dem Laser weiter steppen. Also skillen, irgendwas haben. Was mir ein bisschen besser gefällt. Wie schnell kann man den besiegen? Das ist nicht so wie ein Goblin aus Diablo 3. Vielleicht einfach, weil er schneller ist, aber muss er nicht so viel aushalten. Sehr gut, das Kraftschild tut sich jetzt schneller wegnehmen. Das muss es in der Last Epoch auch gehen. Das ist auch ziemlich, also... Jo. Ziemlich schnell weg. Ein Aufladen. Es funktioniert halt anders, also es baut sich ab, aber durch Treffer und so auf und deshalb, ja, es wäre so etwas auch sehr OP. Und hier, ja, es ist ja eigentlich immer auf einem großen Stand und baut sich ab. Und dann nach einiger Zeit, wenn man nicht kämpft, und so, wieder auf oder immer, wo immer man kämpft. Final stand of the children of Hemlock. It was a close one, yes. Why the nostalgia then? That night the three of us swore to always keep each other's back. No matter the odds. No matter the odds. Yeah. I meant every word of it and still do. I don't care what kind of curse has fallen upon you. I won't let Melis get in your way, sister. The only judgment I acknowledge will be the one of Hemlock. Okay, Hochtempelin kommen. Ein Ring. Natürlich in Blau, ziemlich schwach. So, okay, der ist rot und... Mann, ich hab doch... Hey, habt ihr das auch gesehen? Ich bin doch weggelaufen. Manchmal ist es so in diesem Spiel, wenn man irgendwelche Zauber einsetzen muss oder vom Gegner angegriffen wird. Dann hilft man einfach gar nicht. Ich habe auf den Boden geklickt und bin noch unten eigentlich ein bisschen mit der Maus, aber scheinbar ist er nicht weggelaufen. Die sind so blöd, diese Fässer. Hey. Wer hat diese Fässer erfunden? War ich einfach hingestellt worden. Nur wegen den Fässern einfach irgendwie, jo, Schaden bekommen, hä? Frechheit! So, dafür gibt es diesen Angriff. Dü. Ja, und ihm passiert nichts. Ja, ja. Das
nervt ein bisschen, dass die Items einfach ausgeblendet werden. Und das meistens sofort. Was ist hier unten drin? Oh, ne. Keine Ahnung, was die Entwickler damit sagen wollen, dass sie das, die Items einfach wegmachen. Sind es ein bisschen länger oder so? Ja, es gibt schon ein paar Dinge, die das Spiel natürlich noch nicht so gut macht wie andere. Ist ja auch, also, ja. Ist ja auch sehr langsam am Wachsen. Der Entwickler ist wahrscheinlich sehr unterbesetzt und ja, leidet wahrscheinlich einfach darunter, dass es halt nicht so viel Erfolg hat. Aber dennoch ist es ein cooles Game, also vor allem diese Wucht und alles. Grafik auch noch ziemlich schön. Also. Die anderen Games haben nicht so eine schöne Grafik. Ja. So. Ja, es ist auch nicht, manchmal nicht so schön, aber. Effekte und diese Gewalt, diese ja, Erschütterungseffekte und alles. Ist schon cool. Wo ist der andere hin? Ah, da unten hockt er in der Wand drin. Im Schutzschild drin. Und jetzt? Aha, rauchen nur lang. Ich kann manchmal einfach Zauber nicht einsetzen. Bossbegegnung, Nadellock. Ja, wir sehen sehr viel vom Kortlaskamp. Ja, nicht getroffen. Aha. Das ist der gleiche Boss wie da am Anfang Akt 1 in Last Epoch. Oh, hey. Ich kann wieder nichts einsetzen. Ich habe keine Heizenke oder was? Okay, dann besiege ich ihn. Ein bisschen sehr komisch, das Spiel jetzt am Anfang, vor allem, dass manche Attacken so viel unglaublichen Schaden machen und manche überhaupt keinen. Ist jetzt nicht gerade sehr gutes Balancing, das merke ich auch. Aber gut. Der Entwickler hatte genug Zeit und hat noch genug Zeit, also wird sicher auch noch besser, wenn sie jetzt weitermachen würden wollen. Ist leider eine, was eine Räuberkapuze. Ressourcengenerierung ist manchmal auch nicht gut, oder? Weil wir zu viel Wut bekommen. Wenn wir sowieso immer Magie einsetzen, würde ich jetzt nicht nehmen. Plus 20 Zauberschaden, kritische Schaden, Stasis Dauer. Stasis ist, glaube ich, irgendwas wie Schock. Genau weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ja, wir brauchen den Stab nicht. Unendliche Klingen, ein Nahkampfangriff mit Magie. Gibt es auch noch nicht so viele Attacken. Kurz schauen. Genau, Willenskraft müssen wir eigentlich einsetzen, ja, da dieses Schild nicht. So. Nein, nicht Schild. Eis nur. Gut. So, jetzt. No choice. You've seen the necromancy as much as we did. We're not letting this cult have a pile of bodies to fuel its ranks. We should fight them while we're here. Stormfall is filled with future cadavers. You know as well as I do that Stormfall refused a Republican protectorate more times than I can think of. If they want to fight alone, let them die alone. They're not simpletons. Their sovereignty would die with Republican troops keeping their lands for them. Everything has a cost. Now is the time for them to earn their sovereignty or die trying. The purifiers are going home. We are going home, sister. Die Gereinigten. Ja,
Gut, jetzt müssen wir kurz einen Unterbruch machen. Ja, die nächste Folge kommt natürlich dann morgen. Ja, Dankeschön fürs Zusehen und ja, eben das Spiel macht Spaß, aber es hat halt einfach seine negativen Sachen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich wollte das Spiel natürlich wieder mal ein bisschen zeigen. Jo. Und falls es euch nicht so interessiert, macht es ja auch nicht so viel aus. Aber danke für die Unterstützung und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.